Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns charttechnisch die Enphase Energy, Palantir, Realty Income und die 3M-Aktie an. Wir werden uns sehen, in welcher Flugzone wir uns befinden und wo sind die nächsten Unterstützungszonen, Widerstandszonen. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir in der Enphase Energy und wir sehen bei der Enphase Energy, dass wir hier eine kleine Aufwärtsbewegung haben. Hier hoch, Korrektur, hoch, Korrektur. Nun ist die Frage, die 135 US-Dollar ist eine Widerstandszone aus der Monatschart-Einheit, aus dem großen Picture. Wir sehen auch hier Bruch nach unten. Unterstützung war hier bei 118 US-Dollar. Haben wir leider durchbrochen. Wir sind nur in der Korrektur der kleinen Aufwärtsbewegung. Aber wichtig, hält die 109 nicht oder diese 100, dann sehen wir wieder Kurse von 75 US-Dollar. Wichtig, immer der Schlusskurs. Aber auf alle Fälle sehen wir hier, schlusskursmäßig waren beide Schlusskurse drunter, was auf alle Fälle mal kein gutes Zeichen ist für eine Aufwärtsbewegung. Das heißt für mich nur generell abwarten, die 109 US-Dollar wichtige Zone muss halten, war hier eine Widerstandszone auf Wochenbasis. Die nächste Zone ist die 100. Darum abwarten, was diese Woche passiert. Mal schauen, wie der Chart sich ausbildet. Können wir bei 109 den Boden bilden und eine grüne Kerze wieder bilden auf die 117, wäre positiv. Fällt der Kurs runter, 100 nächste Zielzone. Hier die Realty Income. Bei der Realty Income auch eine kleine Aufwärtsbewegung. Hier war das Tief bei ca. 45 US-Dollar. Großer Körper, Schlusskurs über die 50,50. Dann hier die Korrektur runter. Dann wieder hoch, Korrektur, hoch, Korrektur und dann wieder hoch. Wichtig ist hier auch, die 59,13 schlusskursmäßig noch nicht drüber geschlossen. War hier eine Unterstützungszone, wird nun zur Widerstandszone. Darum wichtig, 60 US-Dollar schlusskursmäßig drüber optimal, damit wir auf die 62 laufen können. Bleiben wir drunter, sehen wir die 56 wieder oder wir testen den gleichen Durchschnitt der Aufwärtskirche dieser Woche, was uns alle Fälle mal ein sehr gutes Zeichen ist für eine Aufwärtsbewegung. Aber zurzeit ist die 59,13 US-Dollar eine Widerstandszone, die bei Wochenschlusskurs optimal die zweite Woche auch drüber geschlossen wäre optimal, damit wir die 62 antesten können, diese Widerstandszone aus dem Juni, aus dem Sommer 2023. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr zur Chartanalyse bei diesen vier Aktien sagt. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Die nächste Aktie ist die Palantir. Bei der Palantir-Aktie sehen wir hier Bewegung hoch, Korrektur, hoch, Korrektur. Wir haben diesen Tiefkurs getestet. Diese 14 US-Dollar hat auch gehalten, dreimal sogar, das sehen wir hier. Dreimal haben diese 14 ungefähr gehalten. Dann haben wir hier keinen neuen Höchstkurs ausgebildet, aber auch kein tieferes Tief, was auf alle Fälle mal aufwärts ist. Dann wieder hoch auf diese 20,40 US-Dollar wieder. Schlusskursmäßig drüber. Die zweite Woche war nicht drüber, was auf alle Fälle ein Verkaufssignal ist. Dann kam der Abverkauf runter. Nun ist die Frage, können wir über die 16,86 US-Dollar bleiben? Ist das positiv? Falls nicht, fällt der Kurs auf 15,12 runter, auf diese Zone wieder und wir müssen dann schauen, ob diese Zone hält. Falls nicht, sehen wir die 14 US-Dollar oder sogar die 13,40 US-Dollar. Und falls diese Zone nicht hält, geht es wieder runter auf die 11,64. Also Palantir ist zurzeit in einer wichtigen Range. Wir haben zwar ein Doppel-Top, das ist hier aktuell, einmal, zweimal getestet, kam er nicht über die 20,40 hinaus. Nun sind wir in der Korrektur und wir sehen auch generell, dass wir nun nicht über die 16,9 US-Dollar hinausgekommen sind. Die Zielzone könnte nun die 15,12 sein bei der Palantir. Hier haben wir die 3M-Aktien. Wir sehen hier auf alle Fälle eine Seitwärts-Range, in der wir uns hin und her gependelt haben, also zwischen 96 und 108 US-Dollar. Wir waren hier kurz mal schlusskursmäßig drüber, aber die nächste Woche war wieder drunter. Aktuell ist nun eine wichtige Zone. Wir haben hier eine Woche drüber, grün, die nächsten Wochen mal wieder rot, Körper klein.
und Schlusskurs war immer über die 107. Nun sollten wir über diesen Höchstkurs hier hinausgehen, wäre optimal, damit wir diesen Höchstkurs antesten können und dann die 120 wieder antesten. Was wieder zur Widerstandszone wird. Fällt der Kurs unter die 108, können wir Kurse wieder von 96 US-Dollar sehen. Die untere Zone der Seitwärtsrange vom Sommer 2023. Also auch hier bei der 3M-Aktie zurzeit sehr wichtig. Wir haben hier, falls die 108 nach unten durchbrochen wird, schlusskursmäßig drunter, auch eine Art zweimal, also doppelt getestet diese Zone und kamen nicht rüber. Schlusskursmäßig haben wir hier keine Kraft, um höhere Kurse anzusteuern, also 115, 120 US-Dollar. Darum wichtig, die 108 US-Dollar müssen nun halten. Falls nicht, gehen wir tiefer wieder auf die 96. Was sagt ihr aktuell zur Chartanalyse? Freue mich auf eure Kommentare. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.